Okay. Der gejagte Jäger. Oh, wir haben was abgeschlossen. Ja, Meister der Jagd. Ich überzeugte, wir haben wieder von seiner Seele gegen jene der mächtigen Bestie Galarains auszutauschen. Ich muss sie jetzt nur noch aufspüren. Mhm. Der gejagte Jäger. Nachdem ich aus dem Jenseits zurückgekehrt war, erschütterte ein gewaltiges Beben den Schmelztiegel. Es muss von etwas sehr Großem verursacht worden sein. Ich fand den Schmelztiegel in Panik vor. Irgendwie etwas war in der Arena geschehen. Wenn man mir denkt, dass hier täglich etwas Ungewöhnliches passiert, sollte ich mir das vielleicht mal ansehen. Mhm. Das heißt, der Kampf gegen den Slayer bleibt uns jetzt erstmal erspart. Wir dürfen jetzt gegen Galarains Schoßtierchen kämpfen. Auf dass wir davon gefressen werden. Oder Galarains Zorn noch schlimmer wird, dass er persönlich kommt, um uns zu fressen. Was auch immer besser oder schlimmer ist. Oh, da sind mehrere Echsen. Oh, da ist der Riesen. Ein Riesen. Okay. Ja, hi. Wave, the stench of rotting fish nearly overpowering. A light sparks in its beady eyes, and the shouting from the stands fades away to nothing, replaced by the guttural rumble of Galarains' displeasure. Der Atem der Bestie überrollt dich wie eine faulige Welle. Der Gestank vom verdorbenen Fisch haut dich beinahe vor den Füßen. Ein Licht leuchtet in seinen Knopfaugen auf und die Schreie von den Rängen verstummen. Er sitzt vom killigen Grollen des unzufriedenen Galarain. This is my temple, my island, my security against Aethas's madness. Ah, auch wieder Eotas, hä? Das ist mein Tempel, meine Insel, meine Sicherheit gegen Eotas Wahnsinn und Chaos. Der Schwanz der Bestie fegt und schnalzt über den Boden der Arena. Sie ist rastlos und hungrig auf einen Kampf. My connection to the island is returned, yet it is not as it was. Meine Verbindung zu dieser Insel ist wiederhergestellt, doch nicht so, wie sie zuvor war. Die Wucht von Galarains Missfallen trifft dich wie ein Tritt in die Brust. Während du um Atem ringst, hörst du, wie das dumpfe Grollen des tierischen Gefolge des Gottes wie auf dem Flüstern einer Meeresbrise zu dir getragen wird. What happened in the beyond? What did you do? Was ist im Jenseits passiert? Was hast du getan? Weave your tale now, while you have a tongue still to tell it. Spinne deine Geschichten jetzt, wo du noch die Zunge hast, um von ihr zu erzählen. Die Gesichter waren in einem Machtkampf verwickelt. Ich habe mich um sie gekümmert und jetzt werden sie auf ewig deine Gefangenen in der Statue sein. Die Gesichter waren in meinem Machtkampf verwickelt. Ich habe zugestimmt, die Seele deiner Bestie in die Statue zu verlagern, um sie gehen zu lassen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich war noch nicht mal im Jenseits. Genug geredet. Seien wir mal ehrlich. Was made you believe such a stupid strategy would work? Did you think I wouldn't notice? Or that I would allow it if I did? Was hat dich glauben lassen, dass solch eine törichte Strategie funktionieren würde? Hast du gedacht, dass es mir nicht auffallen oder ich es erlauben würde? Ich bereue meine Entscheidung, aber jetzt kann ich sie nicht mehr ändern. Es interessiert mich nicht, ob es funktioniert. Was du den Gesichtern angetan hast, ist höchst ungerecht. Ihre Seelen gehören dir nicht. Ich habe es getan, um dich zu provozieren. Dass es mir obendrein noch genützt hat, ist nur das Sahnehäubchen. Nichts sagen, angreifen. Na, das beräumen wir es mal. When you came to this island, I told you to leave. You did not.
You knew what I wanted of you, and still you flaunted my authority. Now you want forgiveness? Als du auf diese Insel gekommen bist, habe ich dir gesagt, du sollst sie verlassen. Das hast du nicht getan. Du wusstest, was ich von dir wollte, und doch hast du meine Autorität untergraben. Und jetzt erbittest du Vergebung? Pray to your favored god, Herald of Barath, for your death is near at hand. Bete zu deinem Lieblingsgott, Herald von Barath, der dein Tod naht. Warte, wir müssen keine Feinde sein. For bargaining has passed. Accept your death with honor, Herald of Barath. And pray you possess more cunning in your next life. Die Zeit für Unterredung ist vorbei. Akzeptiere deinen Tod ehrenvoll, Herold von Bera. Und bete dafür, dass du in deinem nächsten Leben gerissener sein wirst. Like shuttered lamplight, the glow of Galloway's presence leaves the beast's eyes. Dark encroaches at the edge of your vision, until all you can see is a pinprick of light swimming in the emptiness of the beyond. Suddenly, the light blooms and its force shoves you back into your body. Wie ein flackerndes Lampenlicht verlässt das Grün von Galloways Präsenz die Augen der Bestie. Dunkelheit vereinnahmt nach und nach dein Sichtfeld, bis du nicht mehr sehen kannst als ein winziges Licht, das durch das Nichts des Jenseits schwimmst. Plötzlich blüht das Licht auf und seine Kraft zwingt dich in deinen Körper zurück. Gut, wir können uns unsichtbar machen, bevor der Kampf beginnt. Quicksave machen, damit werde ich nochmal mit Galloway labern müssen. Whatever you need. Ja! Ob der Bogen gegen die funktioniert, ist eine gute Frage. Au! Okay. Das tut weh, das Teil. Ich frage mich jetzt gerade, wie schnell es sich drehen kann. Wie schnell es sich bewegen kann. Wie schnell es irgendwas machen kann. Also es kann sein, dass das so ein Kampf wird wie gegen den Titanen. Okay. I'm here. Ich kann es auf jeden Fall vor mir her treiben. Okay.
Deine Heilung ist schon aufgebraucht, deine noch nicht. This is futile. Wayne. Absolutely. Say your prayers. I cannot whack him any harder. Könnt ihr den mal totprügeln? Das ist nicht so gut. Might take a nap right here. Stand together. What can I do? Mode. Ixie. Certainly. Okay, jetzt kommt wieder Giftgalle, oder? Jetzt wieder umwerfen. Vor dem Kerl wegzulaufen, ist echt das Schwierigste. Xoti. Au. Let's reap this whirlwind. Sweet redemption. That's not very helpful. What can I do you for? Yes? Was habe ich denn noch, was ich so auf dich wirken kann? Yes? Hohoho. Widerstand, Resistenz. Oh Mann, der hat wirklich viele Resistenzen und alles. Das Blöde ist, das Teil heilt sich auch noch. Es weiß aber nicht, zu wem es hin soll. Das ist immer gut. Aber ganz ehrlich, ohne mehr Wumms kann ich den Kampf nicht lange austragen. Jetzt habe ich ein Problem.
Yes? Hm. Happy to oblige. Ne, ich glaube, so habe ich nicht genug Wumms. Ich muss irgendjemanden nehmen, der Fernkampf hat. Damit den Kampf triggern. Dann die beiden Kleinen weglocken und töten.